Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Türchen 18 zum Adventskalender. Jetzt geht's wirklich zack, zack, zack und die Tage rauschen auf einmal dahin. Bis vor 2 Tagen dachte ich noch, irgendwie vergeht die Zeit gar nicht und jetzt, weiß ich nicht, die letzten 2 Tage waren so wusch, wusch, waren die weg. Genau, so, ja, ich fange wie immer an. Und zwar die 18 haben wir hier. Schauen wir mal. Oh, da ist wieder was drin. So Musiknoten. Vielleicht gibt es ja heute ein schönes Weihnachtslied. Wir schauen mal. Zack. Los geht's. Okay, ein Lied war das jetzt nicht. Aber zumindest war was hinter. Oh, das sieht aber lecker aus. Mit Nuss. Ist auch voll lecker. Sehr lecker. So, runtergeschluckt. Sonnenkraft haben wir heute hier drin. Trinke ich wie immer später. Und wir kommen zu Plottermarie. Und ich habe natürlich schon auf der Internetseite geguckt und wir sammeln wieder 18 bis zur 18. Dazu gehört noch, achso genau, bei Türchen 17 gehört dann die 18 und die 19 noch dazu. Und heute gibt es allerdings nur für die Leute, die halt auch den Adventskalender gekauft haben und in dieser Gruppe sind, ein Gewinnspiel. Da kann man richtig coole Sachen gewinnen. Bin mal gespannt. So, und hier haben wir eine Vinylfolie. Ah jawohl, das wird eine von den Eigenproduktionen sein, die halt selbst von Plottermarie, von dem Shop halt gestaltet sind. Ich guck noch mal, ist auch wirklich nur die eine drin, jawohl. Genau, und das, wie gesagt, hier ist Papier, das ist eine Vinylfolie. Ich gucke vorsichtshalber mal. Achso, das ist ein weißer Rand, das ist gar nicht. Ich dachte, da fehlt ein Stück, oder? Ja. Das ist immer nicht ablösen will. Na komm. Ja. Auch mit Gedruckungshaken will er sich da nicht lösen. Ich habe keine Lust, jetzt da noch weiter rumzufummeln. Ich sage euch, das ist garantiert eine Vinylfolie, weil hier hinten ist Papier. Und bei Folien ist ja so eine Art, naja, also da ist halt kein Papier. Ne? Okay, auch das kommt zur Seite. Und dann zeige ich euch noch meinen Online-Kalender. Und heute ist es tatsächlich nur einer. Und zwar nur von Tante Plotter, weil Tintenrebell hat irgendwelche Probleme mit dem Server oder mit irgendwas und können gerade keine Sachen irgendwie verschicken. Also keine Ahnung, was da genau los ist, aber ich zeige euch auf jeden Fall das von Plotter-Tante. Und ja, das ist schon ein fertiges Produkt. Ich glaube nicht, dass ich da was drüber legen muss. Ja, wie ihr seht, Glück ist die Summe schöner Momente. Finde ich sehr schön. Das Ganze drumherum mit den vielen Blümchen ist mir ein bisschen zu viel. Aber ich denke mal, dass man das auseinandernehmen kann. Also dass es quasi 2 Teile sind. Und wenn man dann den Text in einer kräftigeren Farbe macht, also nicht alles in der gleichen Farbe, dann kann ich mir vorstellen, dann kommt der Spruch wieder schön raus. Die Blumen gehen ein bisschen in den Hintergrund und dann sieht es wieder schön aus. Aber so alles in einer Farbe ist, glaube ich, nicht so gut. Gefällt mir nicht so gut. Genau. Ja, das war dann heute schon das Online-Teil. Wie gesagt, Tintenrebell werde ich dann nachliefern, sobald ich die Sachen dann gekriegt habe. Und wir machen die 18 von Miss Fruchteis auf. Und ich fange mal hinten an, weil... ganz hinten, witzig. Die 17 ist ganz vorne und die 18 ist komplett ganz hinten. Das war cool. So, und heute haben wir hier für das Päckchen so ein Wichtel.
Und der Spruch heißt: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ja, so ist es genau. Passt euch eure Herzen auf. Passt auf, mit welchen Leuten ihr euch so einlasst und mit wem ihr euren Alltag so verbringt, weil das hat alles Auswirkungen auf euer Herz. Und mit dem Herz meine ich in dem Fall aber eure Seele. So, und das steht in Sprüche 4, Vers 23. Ja, und ich mache kurz Pause und gucke hier einmal nach diesem kleinen Wichtel. So, schon gefunden. Und ja, hier scheint wieder ein Ferrero-Küsschen drin zu sein. Das fühlt sich sehr danach an. Und hier könnten vielleicht Perlen oder irgendein Schmuck oder sowas sein. Also es sind ein paar Einzelteile, aber klein. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es Perlen sind, weil Perlen habe ich mir, wenn dann, für meine Duets gewünscht. Und die müssten halt groß sein und nicht klein. Aber wir schauen mal rein. Cool, das ist cool. Guckt mal, sie hatten hier verschiedenfarbige, zwar nicht die Farbe, die du wolltest, aber gleiche Größe, 5 mm. Und ein Mix schadet nie. Genau, das stimmt. Ein Mix kann man immer gut gebrauchen. Das ist cool, weil da sind halt dann auch mal Farben drin, die ich mir so vielleicht nicht bestellt hätte. Wenn man aber mal mit jemandem zum Beispiel einen Tausch macht, wie jetzt zum Beispiel bei ATC-Karten oder bei diesen Tickets oder was weiß ich, auch Karten oder Mini-Alben, oder man kann ja theoretisch alles tauschen. Da kann man dann immer gut gebrauchen, wenn man auch mal Farben hat, die man sich so nicht wünscht oder nicht haben möchte, weil ja, jemand anders mag die Farbe vielleicht und dann hat man die Farbe nicht da, weil man immer nur die eigenen Farben kauft. So, und ich versuche mal gerade hier so ein bisschen hinzulegen, welche Farben das hier so sind. Ja, ich glaube, jetzt wiederholt sich's. Zack, so. Also hier ist so ein ganz zartes Blau, Grün, Blau, Gelb, Rot und noch so ein süßes Rosa. Mehr Farben habe ich nicht entdeckt, aber das ist auf jeden Fall cool. Die kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und ich bin auch jetzt im Moment tatsächlich wieder ein bisschen mehr im Basteln. Also, dass ich auch mal wieder ein bisschen mehr mache. Ja, und die liebe ich sowieso. Der kommt gleich für mich hier auf die Seite. Und bin tatsächlich momentan wirklich mehr am Basteln. Und ja, deswegen kann man natürlich solche Sachen sowieso immer gebrauchen. So. Ich habe gestern noch was gemacht, und zwar wollte ich jetzt endlich mal anfangen, Sachen zu verwenden von diesen Teilen, die in den Taschen drin waren, und habe mir jetzt vorgenommen, dass ich versuchen werde, ich versuche es, sage ich mit Absicht, jeden Tag eine Sache zu basteln davon oder mir halt irgendwas davon zu machen, und diesmal ist es halt diese Karte hier geworden. Und ja, diese Datei hier, die kann ich euch unten verlinken. Die gibt es als Bild, nur als Bild, nicht als Plotter-Datei. Gibt es die bei, so, jetzt habe ich es gleich, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, jetzt habe ich hier das Haar verwirrt. Pixabay. Bei Pixabay gibt es das zum kostenlosen Download, und das kann man dann ja verwenden, wie man möchte. Das ist also die sind nicht nur kostenlos, sondern man kann die auch kommerziell und so weiter nutzen. Das heißt, ich darf es auch hier zeigen. Und das habe ich halt umgewandelt in eine Plotter-Datei und ja, mir dann mit meiner Vinylfolie ausgeschnitten und hier drauf geklebt. Das war aber nicht ganz so einfach, weil ich habe erstmal mit Gesso die Karte hier dann einmal grundiert, damit das Gold halt dann auch schön raussticht. Und das hat aber dann noch nicht funktioniert, also es wollte auf dem Gesso nicht kleben. Und dann habe ich das mit Klarlack nochmal eingesprüht. Ihr seht das vielleicht, dass es hier so glänzt. Und das ist halt wegen dem Klarlack. Und darauf hat dann aber diese Vinylfolie halt gehalten. Genau.
Und ja, durch die Fussel, die dann hier jetzt überall waren, sind hier lauter kleine Härchen auf die Karte gekommen. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, und das finde ich total süß mit diesem Love und dann eben die Geburt Jesu oder ja, das größte Geschenk zu Weihnachten, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Ja, fand ich total cool. Und genau, die musste auf jeden Fall gemacht werden, weil das Bild fand ich wirklich schön. Gut, so, ja, das war's aber schon. Mehr habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich werde jetzt jeden Tag versuchen, was zu machen. Ich habe es gestern immer noch nicht geschafft, die Geschenke einzupacken. Und jetzt wird es wirklich allerhöchste Zeit. Direkt nachdem ich das Video hier fertig habe, werde ich mich ransetzen und werde die Geschenke einpacken. Und es fehlen tatsächlich immer noch welche und ich hoffe, dass die noch rechtzeitig ankommen. Ja, wenn nicht, dann ist es halt so. Kann man es jetzt dann auch nicht ändern. Okay, ihr Lieben, ja, wie ist das denn bei euch? Habt ihr jetzt so langsam schon alles vorbereitet? Seid ihr welche von der ganz fixen Sorte, die immer schon ziemlich am Anfang alles schon fertig haben? Oder seid ihr auch eher so ein bisschen chaotisch und dauert es ein bisschen länger, bis ihr die Sachen fertig habt? Bei mir ist es normalerweise immer so gewesen, dass ich im November schon die ganzen Geschenke gekauft habe und Anfang bis spätestens Mitte, also bis zur Mitte des Kalenders eigentlich alles eingepackt hatte und alles fertig stehen hatte. Und jetzt ist es tatsächlich ein Jahr mal so, dass ich wirklich so hinterherhinge. Aber wie gesagt, heute mache ich alles fertig. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.